So, Leute, willkommen zurück zu Gothic. Ja, du kannst. Kann ich eigentlich in der Theorie hier? Ne, okay, der Input ist aus, ne? Was wolltest du machen? Was wolltest du machen? Dir gerade mal kurz was zeigen. Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Ist nur als Zuschauen only. Ich weiß nicht. Ich hab nichts umgestellt, eingestellt. Kannst du mal versuchen. Zumindest, ne. Okay. Können wir ja vielleicht auch noch ändern, wenn du willst. Ey, soll ich da hochgehen? Ist es ratsam? Ja, hallo, Julian, grüß dich. Ja, genau, darum, also da muss auch hoch. Ah, okay. Das ist ja jetzt ein Shortcut, also letztendlich scheißegal. Oh, natürlich, warte mal. Oh, Mist. Mann, es ist 50-50 und ich mach's trotzdem falsch. Yes. Und was jetzt? Oh! Meisterdieb. Oh. Ist das Spiel laut genug? Lieber Chat? Könnt ihr gerne mal droppen. Was zum? Ja, komm doch her, komm. Ah, das ist ausreichend laut, also das sollte kein Stress sein. Ich hab die ganze Uhr mit der Armbrust besser wegsnacken, ja. Wie laut die ist. Die ist halt echt, vor allem wenn die stirbt, ey. E-Rape. Einfach E-Rape. Hi, Koigan, was geht? Ja, schon, wie die schreien halt. Sind halt echt so schlimm, Alter. Gib mir dein Loot, hast du nichts. Ja, Gothic 3 jetzt auch endlich mal abgeschlossen. War ziemlich angenehm zu spielen mit dem Parallel Universe Patch, muss ich echt zugeben, also. Ja? Ja, ich hatte über die 50 Spielstunden ungefähr, die ich jetzt hatte, 3 Abstürze. Das ist gut. Die waren halt auch irgendwie ein bisschen sehr randy. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, fand ich ziemlich lustig, wenn du in der Wüste gewesen bist, das war halt immer nur was in der Wüste von Varant. Da war dann irgendwie so ein, ich weiß nicht ganz genau, womit das zusammenhing. Ich glaube, wenn ein Sandsturm gewesen ist oder so, oder irgendwie so Partikel flogen. Und da sind dann so Zombies auf dich zugerannt. Also, oder halt, sagen wir mal, humanoide Gegner. Und es waren mehr als eins, dann sind die FPS richtig in den Keller gedroppt. Also, wenn das irgendwie so 3-4 Zombies gewesen sind, waren die FPS mal ganz schnell bei 25-30 oder so. Und ich hatte vorher 180 oder so. Okay, weißt du, die triggern ja so dreimal, so 2-3 Mal. Oh, was ist das? Das ist ein Echsenmensch. Ah, die sind doch so ekelhaft. Ungefähr auf dem Level von einem Ork. Ah, die sind nicht so krass. Also. Ich muss nur jetzt wieder. Wie war das? Das ist halt wirklich. Ja, am besten zurückspringen, ja. Das Ding ist halt, du kannst es natürlich auch mit Steuerung S machen. Das geht bei denen auch. Aber da machen die halt diesen schnellen Seitenschlag und den halt zu. Dodgen ist schwieriger, als halt nach hinten zu springen. Boah. Boah, Maschine. Was du halt auch machen kannst, ist diesen Frontschlag. Also du drückst quasi Steuerung W. Und dann lässt du Steuerung los und tippst nur kurz W an. Das resettet dann und dann kannst du sofort wieder schlagen. Also kannst du halt übelst schießen. Also so kannst du halt deinen Frontschlag halt verschnellern. Aha. Wobei ich jetzt nicht weiß, du bist jetzt ja schon ein relativ guter Kämpfer. Der Beste, würde ich sagen. Wahrscheinlich sind deine Seitenhiebe schneller. Ach stimmt, ich soll ja seitlich schlagen. Damit du halt nicht nach vorne springst, ja. Ja. Aber wo ich so den Gothic 2 Soundtrack jetzt wieder höre, ich finde halt auch so geil, wie in Gothic 3 dann zum Beispiel auch immer wieder so Gothic 2 Themes halt neu interpretiert worden sind. Also ziemlich cool. Ah, Idiot. Versucht er hochzukommen? Ja, der kann sogar springen, tatsächlich. Guck mal, er versucht. Oh Mann, der Idiot. Oh! Jetzt er boxt sich so komplett weg. Ha! Er hat mich Idiot gecallt, Alter. Oh, hallo. Oh, Leck! Junge, war das knapp! Der hat sich gedacht, boah, war jetzt aber tragisch, wenn ich zweimal critten würde, oder?
Wie das kaum Health gibt, diese Pisse. Sack der Heilung, ja, stimmt. Aber du hast auch sehr viel Health. Also du hast ja wirklich gefühlt eine halbe Stunde geboostet. Also du hast deutlich mehr Leben als ich in meinem Run. Wir haben 40 Minuten geboostert, Mann. Ja, dann wirst du ja wahrscheinlich nochmal Gold leihen müssen bei Marvin. Marvin muss mal wieder ran, würde ich sagen. Boah, Milch, Alter. Nice. Weil, ich meine, gut, jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, aber das ist ja nicht legit, wenn wir jetzt Marvin nutzen. Das Problem ist halt, ja, man könnte jetzt halt noch auf normalem Wege sich halt an Sachen ranmachen, nur das wäre halt auch wahrscheinlich maximal uninteressant zum Zugucken und es würde halt nichts bereichern letztendlich, weil, naja, es sind halt einfach nur Sachen, die halt, es ist halt reines Farming, ne? Das würde ja bestimmt schon, jetzt also das Spiel nochmal 10 Stunden strecken oder so. Ja, halt also komm mal. Da würde ich schon rein vorher, ja. Hast du deine, mal eine andere Frage, du hast dein Auge Innos aufgeladen im letzten Mal, ja, ne? Ich glaube schon. Ja, haben wir gemacht. Bist weil bei Oscar? Dem... Ja. So. Ist es... Das Auge ist matt und ohne Glanz. Ich will dich nicht enttäuschen, aber du musst jetzt leider zu einem Alchemietisch. Ich glaube aber, in der Burg ist irgendwo einer. Alter. Okay, ja. Nee, das haben wir nicht gemacht, ja. Dann kannst du wieder diesen... Was wir haben halt nur seine Seele geholt, aber mehr auch nicht dann. Genau, und dieses, beziehungsweise sein Herz halt, das brauchst du zum Aufladen. Das Ding ist, wofür wir wahrscheinlich Marvin trotzdem fragen müssen, ist, wenn du keine Eiswellenzauber mehr hast. Oh, ja. Also es ist in der Theorie möglich, dass du zu dem Zeitpunkt 4 Eiswellenzauber hast, die habe ich ja auch gehabt, die findest du. Es sind ziemlich genau auch 4, die du bekommst, da würde ich nicht hinrennen. Also da... Das sind, sind auch nochmal welche. Ja, komm, ich soll nicht so schreien, Mann. Yo, okay, dann gehe ich wieder. Ja, so, da muss ich ja runtergehen. Ich meine, die kannst du klatschen, also so ist nicht. Hast du gesehen, wie viele das sind? Ja. Ja, komm, warte mal. Wann level ich denn auf? Oh Gott. 6000 Bräune. Meine Fresse. Kriege ich das jetzt hin, dass da noch einer kommt? Die werden zwangsweise alle die Waffe ziehen. Es ist halt nur die Frage, wer von denen halt als erstes die Waffe wieder wegsteckt. Ja, okay, das waren jetzt glaube ich nur 2. Kann sich dann halt an irgendwelche Stellen hinstellen, wo halt zum Beispiel nicht alle hintereinander kommen. Es würde ja zum Beispiel auch reichen, wenn du Damage machst und die dann wieder zurücklaufen oder so, aber die solltest du halt eigentlich hinkriegen. Also gut, wenn die halt alle drei auf dich raufkloppen und dann halt blocken, dann ist das ziemlich RNG, ob du das schaffst oder nicht. Ja, das ist halt schon lost. Übrigens auch was, weil in Gothic 3 ein bisschen anders läuft, da kannst du tatsächlich erstmal die Flächenschaden machen. Hey, sich anders hingestellt. Ja, hey, wahrscheinlich. Ja, wo ist der dritte? Der ist jetzt irgendwo nach oben gebackt wahrscheinlich. Hörst du auf, mich zu schlagen? Oh mein Gott. Yes. Aber mir geht langsam die Heilung aus, Leute. Ich verblute. Na, ich muss speichern. Ich muss. Es geht nicht anders. Level aufs Maul. Oh Gott. Gedodged. Sprung. Oh Gott. Oh. Ah. Oh, was? Die kleinen beide. Oh, das gibt's doch nicht. Ja gut, ich werde sowieso sterben. Oh, ist das nur einer? Okay, jetzt kommt's drauf an. Wo bleibt mein Crit? Oh. Oh, war das knapp. Kurz mal gelodged, easy. Oh. Das war das Spiel. Mein Herz. Viel schlimmer als Malenia in Elden Ring.
Ja, gut, das wäre jetzt ja unfair, wenn der jetzt sich noch regenerieren würde. Warte mal, noch eine zweite Stufe kriegt er gleich. Ja, alles klar. Digidiert, oder wie heißt er bei Digimon? Digitiert, ja. Melania digitiert zu Flame Melania. Ja, einfach Godmode Melania, Alter. Godmode, Mann. Naked Melania. Malenia heißt sie doch, oder? Verdammt. Malenia, ja. Falsch gesagt, den Namen. Lululu. Ja, nichts zu verwechseln mit Velania, Junge. Nicht zu verwechseln mit Velania? Velania, ja, da ist immer gutes Internet. In Velania? Velania, ja. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich. Velania. Ja. Hey Memphis, was geht ab? Memphis ist auch wieder da, der ist überall. Ihr seht gerade den Fresssimulator. Hey, der hält bei Goffek, gell? Der hat einen Stoffwechsel. Wie ein Zug. How long to beat hat gerade getweetet, it takes on average 51 hours to beat The Witcher 3 Wild Hunt. Wie lang? 51 Stunden, niemals. Um Witcher 3 Wild Hunt durchzuspielen. Ja, die Hauptstory. 51 Stunden? Niemals. Also das ist das, was die durchschnittlich pollen, also how long to beat. Wenn du da quasi Daten hinsendest, dann pollen die quasi dein Profil. Dann gucken die, wann du halt das End-Achievement bekommen hast. Nach wie viel Spielzeit. Mhm. Ja, und dann, wenn die halt eben... Es gibt halt zum Beispiel Spieler, das ist halt der Durchschnitt. Also durchschnittlich spielen Spieler für die Hauptstory 51 Stunden. Und ich weiß, bei meinem Spielstil, wenn ich bei How Long to Beat gucke und ich sehe ja durchschnittlich x Spielstunden, das ist ein Open-World-Spiel, bin ich meistens 10 bis 20 Stunden schneller. Der krasse Dude. Ja, du bist auch ein Rusher. Ja, das ist richtig. Wobei, ich habe heute schon wieder Forbidden West weitergespielt. Also ich wollte weiterspielen. Ich habe mich schon wieder irgendwo in der Welt aufgehangen und habe wieder nichts geschafft in der Zeit, weil ich irgendwie nur irgendwelche komischen Ruinen irgendwie gelootet habe und Sachen hin und her geschoben habe und mir so gedacht habe, so... Der Klassiker. Das ist schön. Das mache ich jetzt den ganzen Tag. Oh Junge, wie lange er braucht, um das Wasser zu trinken. Diese Animation dafür. Bruder, lass mal. Ja, wenn man dich halt so fragt, so, ja, was war mit dem Charakter? Wie fandest du den? Wer war das? Merk mal, wie du gespielt hast. Du guckst dann nur, hier, ein Pixelfehler. Da mache ich ein Foto von. Ja, so wie ich gestern oder vorgestern noch Ghost Recon Wildlands gespielt habe. Ich laufe halt über die halbe Map, weißt du, die ist ja riesig, ne? Mhm. Also ich spawn gerade so, ne? Ich lauf gerade los, ich gehe einen Berg runter, ich rutsch in so eine kleine Minispalte und ich back da fest. Das hat mir wieder gedacht, so passiert wieder nur mir, Alter. Du provozierst es ja halt auch noch. Guck mal, das ist clean, da kannst du jetzt looten. Hä, wo ist der andere hin? Ja, das ist ein bisschen weird, der steht dann irgendwo anders. Der steht jetzt in dem Raum mit den anderen fünf. Beim Drachen steht er jetzt. Überleg mal so, hallo. Moin, Brudi. Oh, dass ich jetzt hier tatsächlich hier durchlaufen muss, um so einen verdammten Tisch zu suchen. Aber hier ist ja keiner, oder? Der ist, wenn du in die unten, versuch mal in die, untere Etage zu gehen. Also wirklich im Haupteingang rein, da sind aber halt auch noch ein paar von denen, also. Also quasi hier rein, oder? Genau, ja. Und dann ist das links, glaube ich. Wobei auf der rechten Seite noch ein Golem. Oh, da unten steht noch ein Golem. Genau, unten müsstest du aber eigentlich klatschen können. Wenn du den an die Wand kriegst. Gut gegeben? Ich weiß nicht, wie das ist. Also, ich glaube, Gothic 2 ist in der Hinsicht besser als Gothic 3. Wenn du in Gothic 3 halt speicherst, du lädst neu, hat der Gegner wieder voll AP. Nice. Aber und du hast einfach nicht alle Tränke. Richtig. Jetzt deine Waffe weggesteckt, GG. Ja, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Weil im normalen Spielen ist Leertaste springen. Ist in Gothic 3 übrigens auch noch so. Oh. Geht. Geht.
Das lief ja schon mal gut. Das ist so OP, der Schlag, dass er dich halt direkt halt nochmal kloppen kann. Wurde in Gothic 3 reduziert, ist nicht weg. Das ist vor allen Dingen schlimm, wenn du... Das Problem ist ja im Gegensatz, obwohl... Elden Ring und so hat es jetzt halt auch nicht so zwangsweise. In Elden Ring kannst du halt teilweise auch irgendwie zum Tode gestaggert werden, weißt? Dass du halt gar nichts machen kannst. In Gothic 3 ist es zum Beispiel so, du hast zum Beispiel Gegner, die... die können dich halt umwerfen. Mhm. Zum Beispiel so Säbelzahntiger oder so. Und wenn du halt gegen eine Gruppe von... Also zwei sind machbar. Wenn du drei hast, dann musst du die wirklich mit dem Bogen erst raustreffen. Ja, und dann musst du halt erstmal einen töten oder so. Weil das Problem ist, die haben halt keinen Angriffspattern so gesehen. Also in allen Piranha-Bytes-Spielen attacken die eigentlich mehr oder weniger random. Also... wie oft sie hintereinander attackieren. Also es ist nicht so, dass die immer eine Zweier-Kombo machen oder ob die dann eine Einser- oder eine langsamere Kombo machen und du kannst es optisch nicht auseinanderhalten. Die können halt 1-4 Schläge zum Beispiel setzen, ja, und wie viele die machen, ist halt eigentlich random. Das ist in jedem Piranha-Beispiel so. Das macht's halt so, eigentlich so RNG, zusätzlich halt mit anderen Faktoren in Gothic 1 und Gothic 2, halt mit dem Crit-Schaden, der in Gothic 3 nicht mehr existiert. Deswegen fühlt sich das Kampfsystem von Gothic halt ein bisschen weird an. Und die Säbelzahntiger sind halt genauso in Gothic 3, ne? Wenn du halt einfach übelst Pech hast, die springen dich dann an, du fällst dann um. Und in Gothic 3 ist es so, wenn du auf dem Boden liegst, du sitzt dann quasi auf deinem Arsch, so in einer, weiß ich auch nicht, so im Schneidersitz gefühlt, ne? Und dann kannst du aus dem Aufstehen, kannst du schlagen. Also du kannst dann zuschlagen. Der geht dann so einen Schritt nach vorne und schlägt dann sofort wieder zu. Mhm. Aber solange du sitzt, bist du unverwundbar. Okay. Der steht irgendwann selber wieder auf, aber du kannst es so ein bisschen timen. Ja, dass du den Gegner halt triffst. Das Problem ist, die Säbelzahntiger sind solche Pisser. Ach du Scheiße. Die, oh ja, würde ich wahrscheinlich hochspringen, ja. Die Säbelzahntiger sind solche Pisser, die springen dich an, hauen dich um und dann springen die wieder zurück. Wenn du schlägst, bist du außerhalb Reichweite. Und das sind so Sachen, also die Gegner sind übelst nervig. Alter, er drückt den Ork weg. Einfach zusammen, Junge. Oh, da ist er! Okay, der ist hochgekommen, das ist schon mal ganz gut. Könntest du versuchen, ob du dich da seitlich hinstellen kannst und den snipen kannst mit der Armbrust? Ja, oder so geht auch. Ja, mach den komplett. Geht so einfach. Idiot. I love it. Oh Gott, ich packe jetzt gleich auf, bitte nicht. Weißer Arnold, ne? Gamer, wenn das Spiel quasi buggt ist, aber dadurch einfacher wird, naja, das ist easy, ne? Ja, wenn das Spiel buggt und du halt buggst, hey, ja, nee, so sollte es jetzt nicht sein. Das ist jetzt natürlich Schmutz. So wie in Gothic 3, Alter. Weißt du, ich cheese die Gegner totally fine, die Gegner cheesen mich. Ich so, ey, dafür habe ich nicht bezahlt, Alter. Gleich so Drecksgame und so. Drecksgame an den Soul, Alter. Die können ja gar nichts. Ich bin ein Idiot. Ach, die falsche Taste gedrückt. Nee. Arnold liebt die Gefahr. Alter. Arnold wartet nur auf den Slap, Alter. So, jetzt geht's los, ja. Warum hörst du auf? Oh, warum hörst du auf? Arnold wird spannend machen, ja. Aber ich treffe ihn ja, oder? Ja, du triffst ihn. Ja, okay, ja. Das ist halt... Eigentlich ist es genau der gleiche Trick wie aus Gothic 1. Wenn du jetzt einen Kriegshammer hättest, würdest du ihn deutlich mehr Schaden machen. Also das ist genau das gleiche Prinzip. Ich hab die falsche Taste gedrückt, hey! Weil ich auf die Energie geschaut habe. Ah, ich bin auch ein Stückchen... ja, ist besser. Ja, tatsächlich, seine Hitbox ist ein bisschen weird, wenn der halt so in sein Idle geht, also quasi in den Übergang zwischen Angriff und Idle, dann schiebt die sich ein bisschen nach hinten. Idle? Ist es irgendwie... Ja, ja, willst du mich jetzt verarschen? Ist es irgendwie eine Abkürzung für etwas, oder? Nee, Idle ist nichts tun. Idle. Das heißt übersetzt nichts tun. Ja, ist quasi nichts, also Leerlauf ist Idle. Das ist mein Leben. Leerlauf? Ja. Ja, meinst du?
Also so fühle ich mich immer. Ja, auf der Arbeit ist immer Leerlauf. Ich bin immer da. Hallo. Da haben doch zwei Leute eine Waffe gezogen, oder? Bitte? Bin mir gerade ein bisschen unsicher. Da hat sich bei mir irgendwie so angehört, als ob links jemand ein Schwert gezogen hätte. Wo ist der Golem? Keine Ahnung, wo der hin ist. Der ist einfach weg. Ey! Der kommt hier nicht hoch. Ist aber tatsächlich auch noch eine bessere Rüstung, wenn du jetzt die Drachenjagd durch hast. Meine Güte, kommst du jetzt mal hoch? Pieper, was geht ab, Mann? Pieper. Erzähle mir von dir, lieber. Wo ist der Golem hin? Oh, der geht jetzt beim Drachen auch auf den Sack. Jedes Mal, wenn du lädst, dann spawnt ein Gegner weiter oben. Oh, bitte was? Das ist der Hard Mode. Kommen immer weitere Gegner dazu. Ein Trank. Der Trank der Tränke. Er ist so leicht in den Knicks reingegangen, hast du gesehen? Oh. Lederbeutel. Lederlappen. Soll ich hier um die Ecke stehlen? Da ist eine Harpie, okay. Ja, genau, da sollte eventuell auch ein Skelett sein. Ich glaube, zwei oder drei Harpien, ein Skelett. Oh, bitte nicht Skelett. Ah, nee, da ist ein Dämon. Den Dämon solltest du hinkriegen, der ist ziemlich langsam. Den klatscht da einfach gegen die Ecke. Und dann einfach draufkloppen. Ja, weil irgendwo da in dem Raum ist, glaube ich, ein Archimedes. Bin ich mir mal gerade unsicher. Ja, komm doch her! Piepers Leben ist auch im Eidel. Ja, perfekt. Wieso geht das bei denen nicht so, weißt du? Also egal, was passiert, wir werden gucken, dass du irgendwie durch Magie am Ende des Spiels bei 100% Einhandkampf bist. Ja, erstmal kein Schwert ziehen. Ziehst du das verdammte Schwert! Bei wie viel Prozent Einhandkampf bist du jetzt? 58. Hm. Ja. Buchständer. Ständer. Das fand ich in Gothic 3 zum Beispiel geil, weißt, hier in Gothic 2 kriegst du ja Erfahrung, wenn du sowas liest, was du noch nicht gelesen hast, und in Gothic 3 können es halt so unterschiedliche Texte sein, dann steht da zum Beispiel so, ne, dann sagt er irgendwie so, oder er erzählt dann so was über, Was muss ich machen, Elixier der Geistveränderung? Geh mal zurück, du bist noch auf, im, ach so, ich bin noch in, ja, das Auge innen wieder auf. Ja, ist wunderbar. Yes, Mann, es läuft, ey, was ist das für ein Schalter? Ja, das ist für den... Da hinten ist ein Secret Room und da ist halt der Dämon drin. Warum sagst du das nicht direkt? Ja, der kommt nicht. Ach so. Dann erzählt er dir halt zum Beispiel was über König Roba oder über Zuben, halt so ein bisschen Gothic-Lore. Liest er dir dann vor, dann steht dann zum Beispiel altes Wissen plus 5 oder so. Oder hier, dann sagt er so, hier steht etwas über Alchemie. So kannst du halt deine Stats halt boosten, obwohl du gar keine Lernpunkte ausgibst. Wobei du trotzdem in Gothic 3 einfach so dermaßen mit XP zugeballert wirst. Ich werde sterben. Da kannst du ja gleich im Bett legen, ja, oder halt so kannst du auch. Oder halt sterben. Ich finde das halt so lustig in dem Spiel, dass es halt einfach ein legitimer Trick ist, die Gegner einfach in die Wand zu drücken. Alter, wer so ein Kampfsystem macht. Guck mal, der kommt aber nicht weiter, weil da vorne einfach fertig ist, oder was? Naja, so kannst du ja auch die ganzen Orks schießen. Die Orks kommen ja auch nicht weiter als, da musst du übrigens aufpassen. Das kann nicht sein, dass der dann auch nach oben verschwindet. Was? Das kann auch sein, dass der nach oben verschwindet. Ist ja, weil der hängt dann im Kronleuchter fest. Und dann, naja. Warte, macht einfach den Trick 17! Macht die KI halt Sachen. Also, die KI. Intelligenz ist da nicht. Also, künstlich auf jeden Fall, aber intelligent eher weniger.
Machen wir es einfach so. Ach mein, ja, stimmt. Bist du dumm. Er hat mir Schaden gemacht, obwohl er einfach 2 Meter über mich gehauen hat. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ab in die Ecke. Das Problem bei dem Dämon ist halt immer, dass der immer so seitlich laufen kann, wenn du ihn halt nicht staggerst. Wobei dein Crit auch gerade mehr als... Ja, ja, komm, ist, ey, Alter. Was war das denn jetzt? Weil er sich da hoch so backt auf die Kisten. Achso, weil in Gothic 3 übrigens gar keinen Sinn macht, ist die XP-Verteilung, die du bekommst, für Gegner, die du klatscht. Das ist teilweise so dumm, weil du hängst halt irgendwie 8 Minuten an so einem Gegner, der gibt dir 300 XP. Du klatschst so einen Gegner, der ist übelst lächerlich, ja, gibt 400 XP, fragst du so, okay. Hat sich voll gelohnt. Du kannst zum Beispiel, weißt du, was ich mich gerade frage? Das ist wie lächerlich! Weißt du, was ich mich gerade frage? Der bleibt doch eh mitten im Raum stehen, schießt ihn einfach mit der Armbrust ab. Hey, ey, Alter, schon. Was für eine brillante Idee einfach. So. Der verdammte Dämonenjäger. Wieder Armbrust, Junge. Kann halt sein, dass der wirklich da auch irgendwie stacken bleibt, der Pfeil, aber jetzt ja. Kommt er durch. Ja, kommt er durch, natürlich, Alter. Will ich jetzt verarschen, ey. Jetzt bleibt er wieder stehen. Der sieht so, ach so, er hat sein Schwert wieder ausgepackt, alles klar. Alter, ja, genau. Ja, natürlich, ey. What the fuck, ey. Warte mal, wir gehen erstmal so ganz normal hin. Jetzt buggen wir den da erstmal fest. So. Perfekt. Perfectly balanced. Okay, also, okay. Ich glaube... What the fuck? Ich glaube tatsächlich, dass die, dass das Pathfinding tatsächlich den Pfeil berücksichtigt. Weil der ja ausweicht. Also es gibt ja Gegner, die weichen aus, wenn du einen Pfeil schießt. Er weicht quasi der unsichtbaren Wand aus. Ja. Alter, der ist nicht so stark, man klatsche ich gleich weg, Alter. Ja, ich hätte ausgelacht einfach. Jetzt hier wieder lololololol. So, wenn der irgendwie so seitlich hinter dich springt oder so, am besten einfach einen Sprung nach hinten machen. Ja, easy game, ey. Wo war da jetzt die Challenge? Also verstehe ich überhaupt nicht, ey. Verstehe ich jetzt nicht, ja. Der Dämon hat einfach 2 Mana-Tränke und Pech dabei. Tja, Pech hatte er auf jeden Fall. Das ist ja schon scheiße, ey. So, nein. Come on. Das gibt mir 30 Energie. Das bewegt sich Welt. Einfach kaum. Ah, stimmt. Mein Gott. Zack. Ja, bis zum Morgen schlafen. Oh Gott. Okay. Die, ja, die ist halt einfach nochmal gestorben. Einfach gestorben? Ach nö. So wie ich, wenn ich jeden Morgen aufstehe. Oh, komm. Was? Ja, danke. Ein langen Bogen und 200 Gold. Junge, ich bin reich. Sind's daheim? Reicher Hugo. Ja, und die Truhe geht einfach auf. Da ist ein Dietrich drin. Und Kohle. Bestes Geschäft ever, Mann. Das hier? Belia. Hm. Tja. Auf jeden Fall hast du dein Auge Innos wieder aufgeladen, das ist eigentlich das, was du machen wolltest, also. Stimmt, ich wollte gerade sagen, fuck, wo ist denn das jetzt eigentlich? Was ist hier noch? Wahrscheinlich Gegner. Ah ja. Der soll da verrotten. Natürlich. Das hat er gehört. Also, hä? War da jemand? Ah, da ist er ja. Was war das für ein Geräusch? Echsenmensch. Wieso nicht Mensch-Echse? Ja, schon wissen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass mein Pico 4 vom Liefertermin sich verschiebt. Die 128 GB-Variante ist davon nicht betroffen. Ich habe mir über die 256 GB-Variante bestellt und die wurde vom Händler, also ich habe zumindest keine Nachricht gekriegt, aber auf der Webpage steht jetzt 3 bis 4 Wochen und bei der anderen, bei der kleineren steht 17.
10. Ab 17.10. Auslieferung. Die ersten. Da ist er. Ist ja wahrscheinlich durchgekommen, ja. Die ersten haben heute halt schon ein Versandetikett bekommen. Und ich halt noch nicht. Und ich bin einer der ersten gewesen, der vorbestellt hat. Also. Wirklich literally. Das Ding ist um 12 Uhr live gegangen. Ich habe das Teil instant bestellt. Gar nicht überlegt. Na, ich hol's mir. Ja, ist Arnold ist ja No-Brainer, wenn ich den Rabatt kriege. Wobei, ja, den gebe ich ja an dich weiter. Aber, hat jetzt nicht zu kaufen, wäre halt mehr als dumm. Also. Ein absoluter No-Brainer. Muss man überlegen, das Ding kostet halt eigentlich 4,29. So, warte mal, wir müssen jetzt schauen wegen meinen Eis. Eiswelle. Eiswelle, Feuer, Regen. Ich habe nur noch jetzt eins. Ja, fragen wir Marvin, der hat noch welche auf Lager. Marvin, Regel. Was, wie war das? So oder was? Ja, 4 und 5 brauchst du. Also, du machst erst die Eiswelle. Also, du musst ja eh erstmal mit dem quatschen. Ja, lass mich erstmal Marvin machen, erstmal. Brauchst du ja noch nicht. Ach so. Mit den beiden Zaubern kommst du mit dem Steindrachen aus. Okay. Ich würde vorher saven übrigens. Ja, ist auf jeden Fall. Eiswelle, dann klopfst du den. Also, du hast. Der friert, glaube ich, 19 Sekunden ein. Kann auch sein, dass das reduziert worden ist. Brinky und Lukas, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Es geht ab. Also, was? Wir frieren den erstmal ein. Du musst erst mit dem reden, den jetzt einzufrieren. Du würdest dem jetzt keinen Damage machen. Nee, klar. Aber wenn er dann hier auf Angriff-Mode geht, genau, dann musst du kurz warten, weil denk dran, wenn der mit dir redet, dann duckt er sich ja runter und wenn er aufsteht quasi, dann ist er unverwundbar. Ja, okay. Dann frierst du den ein, dann wechselst du auf sein Schwert, dann gibst du dem gut Hits, dass der, sagen wir mal so, je nachdem wie lange das dauert, das ist halt problematisch, da muss man halt abpassen. Dass du so, also du musst mindestens ein Drittel HP weggeklatscht haben. Okay. Und dann wechselst du auf Feuerregen und dann klatscht du dir mit Feuerregen weg. Okay. Hallo. Da hinten auf dem Schatz sind halt übrigens auch noch Sachen, die du brauchst. Sich auf meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen. So mutig, doch so zerbrechlich. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern. Nicht so schnell. Ich trage das Auge Enos bei mir. Du wirst mir gehorchen und mir meine Fragen beantworten. Stell deine Fragen. Ich kann einfach alles durchfragen, gell? Das ist ja nicht. Ja, genau. Wer bist du? Ich heiße Pedrakan und ich werde dir ganz langsam das Fell abziehen, wenn ich dich zu fassen kriege. Ich habe gar kein Fell. Also hast du schon mal verloren. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Erstmal gegeneinander ausspielen. Wir ziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeiten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde. Und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zu. Die Musik ist viel zu laut. Salzsäule, wo kaum ist das so bei mir, ne? Ah, Brinky sagt endlich Wochenende. Und bei dir? Lange nicht mehr hier gewesen. Saufen! Geil, Wochenende, scheiß Arbeit. Scheiß Wichsarbeit! Kein Bock mehr! Ja, eigentlich alles fit. Wer hat euch hierher entsandt? In welchem Auftrag handelt ihr? Wer oh, danke schön, man sieht aber nichts. Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Dovahkiin. Dovahkiin. Langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. Boah, krass. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft.
Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Mhm. Okay. Ja, Ende, ne? Genug der Worte. Deine genug der Worte. Das Auge ist kraftlos. Jetzt wirst du sterben. Das wird jetzt schmerzhaft. Du bist wahrscheinlich zu weit weg. Oh ne, der ist eingefroren. Wobei du jetzt natürlich Zeit verloren hast. Klopp ihn jetzt kaputt! Du wirst wahrscheinlich nochmal machen müssen. Außer die Crits kommen jetzt durch. Ja. Ja. Da hast du übrigens sein Live-Rack gesehen, was halt absolut retarded ist, ja. Kannst du neu laden, das ist vorbei. Ja, ist klar. Diese Live-Regeneration, die kommt übrigens auch nicht von der Mod, das ist das Spiel selbst. Und ich habe immer noch nicht verstanden, wieso die das hinzugefügt haben. Weil das ist in Gothic 2 Classic nicht drin. Das wurde nachgepatcht mit Nacht des Raben, also mit dem Add-on. Ich weiß nicht warum. Es ist so dumm, es ist so komplett dumm. Also du gehst einfach sofort auf ihn zu, also dass du direkt neben ihm stehst. Und dann kannst du eigentlich fast direkt Steuerung W drücken. Genug der Worte. Genau. Muss halt dein Timing richtig hinkriegen. Und dann hast du eine gute Chance. Ich muss nur rechtzeitig dann auf den Feuerregen wechseln. Das war zu lang. Obwohl, nein. Na nee, scheiße. Nochmal, oder? Jo. Weil okay. Das tatsächlich auch sein kann. Ich wüsste nicht, ob. Na gut, man könnte für den halt auch ein schwarzes Erz wasten, aber da bin ich ganz ehrlich, dann würde ich halt einfach in deinem Einhandskill rumrühren, bin ich ziemlich ehrlich. Also. Das ist halt auch ein bisschen RNG so. Könntest halt auch hingehen und einen Dämon beschwören. Shit. Ja. Ah. Ich glaube, wechsel jetzt mal rüber, ey. Oh, fuck. Egal. Ah, scheiße. Ja, easy. Ohohoho. Es kann halt teilweise auch sein, dass du den tatsächlich mit dem Feuerregen instant down kriegst. Hm. Du könntest jetzt nochmal speichern und das nochmal nur mit dem Feuerregen ausprobieren, weil dann hast du nämlich noch eine Eiswelle über. Also nicht, dass das was bringen würde, wir fragen so oder so Marvin. Ach, scheiß drauf, wir fragen sowieso Marvin. Also von dem her ist scheißegal. Denk dran, dass du den looten musst, ne? Oh ja. Bevor du das verkackst, weil du brauchst ein Herz. Herz eines Felsdrachen. Hm. Nice. Guck mal, da ist so viel Gold und er nimmt einfach so diese Lederbeutel mit, der Depp. Den Sextant, der Sextant danach fragt jemand aus dem Addon tatsächlich. Der gibt dir da, glaube ich, auch relativ gut Kohle für. Wolfszar. Ach nee, bist du Schmutzwaffe. Was war's? Nee, da rechts ist noch eine Steintafel. Ah ja. Kann auch sein, dass dahinter noch eine Steintafel ist, aber muss mal gucken. Wäre. Die Steintafeln kannst du ja auch lesen. Die hast du ja, glaube ich, geskillt. Ja, den links mehr. Den, warte mal, links den Teller auch nicht? Also jetzt rechts den Teller? Nicht zur Seite ist so ein Teller drin? Nee, okay. Ja, der da? Nee. Beide nicht, ne. Guck mal, was das für Steintafeln sind, ob das... Die Geräusche, die der Drache macht, gell? Ja, übel. Ja. Ich mach dich fertig. Du hast sogar noch ein paar. Ich kann die halt nicht lesen. Ach doch. Das kann ich nicht lesen. Mann, die kann ich nicht, gucken. Okay, Dreier kannst du noch nicht lesen. Nee. Wie viel? Ist das alles Stufe 3? Ja. So, wo ist denn jetzt die eine, die ich gerade aufgesammelt habe? Du hast ja zwei aufgesammelt. Da, die da. Die schickst. Ja, okay, immerhin. Meine, ja, ist für dein Bild halt maximal Schwachsinn. Das ist auch für dein Bild maximal Schwachsinn, aber. Egal, hauptsache gelesen. Du, 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 du,
Ich gehe, glaube ich, zuerst zur Ding, zum Archimietisch. Ja, du kannst auch dich zur Burg teleportieren, da ist auch ein Archimietisch. Du musst jetzt sowieso zur Burg, du musst damit Garond sprechen. Oh mein Gott. Ah da, zur Burg, ne? Das war's. Zu wenig Mana, oder? Ah ne! Nee, du hast ja 100 Mana. Da links ist direkt der Tisch gewesen. Ich sehe. Also, was du natürlich auf legitimem Weg geskillt hast. Was? Da war gerade was im Hals. Legit, hab ich gehört. Was Marvin so alles beibringen kann, ey, der ist echt, also der Marvin ist echt ein Wunderkind. Legende. Marvin einfach Wunderkind, also ist. Unglaublich, was er das kann. In Risen 1 hieß es Minsky tatsächlich. Marvin einfach neuer Name. Und in Risen 2 Pommes. Ich weiß nicht warum. In Risen 2 ist er Pommes eingegeben. Und ab Risen 3 gab es keine Konsole mehr. Ich habe Neuigkeiten über. War nicht Schmutz. Berichte. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Das sind gute Neuigkeiten. Ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Etwas Geld. 300 Gold. Junge, das kriege ich von jedem Goblin. Im Moment halten Sie sich zurück. Aber ich glaube, du kriegst relativ viel Kohle, wenn du es abschließt. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Das sagten sie bereits. Warum erfahre ich das erst jetzt? Dankeschön. Und jetzt kannst du ja bei Parsival oder wie der heißt, neue Informationen holen. Oder Auric? Ne, Parsival, glaube ich. Parsival! Ist irgendwas Wichtiges? Ah, ne, das ist halt Auric. Ich mache mir Sorgen. Weswegen? Vor kurzem sind hier diese Männer komm. Ich kann da nicht zurückgehen. Fuck. Im Gegensatz. Ende. Auric. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Los! Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Nach dem letzten Angriff der Drachen soll einer von ihnen bei dem Vulkan im Süden verschwunden sein. Ich würde noch. Wir haben doch gerade erst 2 erledigt. Ich dachte, es sind 4. Sind 4, ja. Also das heißt, ich brauche noch 2. Du brauchst noch 2, ja. Ja, also. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht alle erledigt. Ich habe mal die Hälfte geschafft. Ja, vor allen Dingen hat er dir das ja auch selbst gesagt. Der eine Drache, der Steindrache, hat hier ganz genau gesagt, dass es 4 sind, die 4 Elemente. Ja. So, was hat er gesagt? Beim Vulkan da. Du siehst den Vulkan da auch. Yeah. Du kannst da quasi unten rausrennen, also hier den Weg quasi runter. Und, Aber es gibt nur diesen einen Weg da, ne? Nur hier diesen. Du hast ja diesen einen Schamanen, glaube ich, geklatscht beim letzten Mal, ne? Da quasi so seitlich hoch. Da kannst du auch direkt hoch, dann skippst du quasi unten den Weg, wo halt auch noch Orks und so sitzen. Diese Orks, Junge. Da würde ich halt einfach hochrennen. Der Weg ist auch nicht so lang bis zum Vulkan. Meinst du jetzt da rechts dann unten, oder was? Genau, du gehst die Ramme runter und dann halt sofort rechts. Dann gehst dann einfach den Weg entlang. Wieso ist da eine unsichtbare Wand? Ja, easy überlebt, aber bringt ja nichts. Gott sei Dank wieder gespeichert. Ich habe noch so kurz überlegt. Lohnt sich das jetzt noch zu speichern? Naja, komm. Sicher. Das ist halt auch einfach was, weil in Gothic halt, also Gothic 3 halt richtig cool ist, weil du kannst halt auch einfach während des Kampfes speichern. Weil es ja einfach so als Checkpoint, so nach dem Motto, so, boah, wenn ich jetzt auf die Fresse kriege, ich lade hier halt einfach und schieße einfach weiter. Ja, Mann. Hopp. Und Rush. Hallo. Ich habe in Gothic 3 erstmal die ganzen Wassermagier umgebracht, ey. Scheiß Wichser. Sind vorhin Saturas, ey, so ein Bastard, ne? Wieso das denn? Saturas richtig unsympathisch. Vatras hat mir ein bisschen leid getan, tatsächlich, aber war halt eine Quest. Gut, eigentlich haben mir alle leid getan, außer Saturas, weil Saturas ist einfach ein übelster Wichser. Er ist einfach nicht sehr freundlich für dich, halt nicht sehr sympathisch. Geht rechts hoch. Direkt da hoch oder den Weg hoch? Genau, hier rechts hoch. Dann kannst du da, siehst du, dann kannst du da links über den Bogen quasi. Ah, ja. Dann baust du nicht unten rum. Da oben sind, glaube ich, noch Feuerwarane, wenn du die noch nicht mitgenommen hast. Aber die Feuerwarane kannst du eigentlich auch relativ easy dodgen, wenn du halt einfach zurückspringst. Uka-chaka. Ah ja, da sind sie schon. Solltest du easy klatschen. Ich glaube, du machst den echt Schaden. Ja, ich bin halt nicht so geil im Kämpfen, Mann.
Der kommt, glaube ich, auch einzeln. Das ist halt der Vorteil von den Tieren. Also die kannst du halt einzeln ranziehen, wenn das jetzt... Genau, jetzt kommt der Linke. Wenn das jetzt Orks oder so wären, die würden halt immer zusammen auf dich drauf und das wäre halt übel Schmutz. Ey, der macht mir Schaden die ganze Zeit. Naja, du musst, wenn er auf dich zukommt, wird er immer speien. Der wird dir immer Schaden machen. Und dann musst du zurückspringen. Oh, fuck. Das ist mir zu, das ist zu nah. Also. Achso. Nein, ich hab auch maximal keine Ahnung, wie du dort in Parsec einstellen kannst, da ich Input geben kann, weil dann kann ich dir nämlich mal zeigen. Das müssen wir dann wahrscheinlich Ding. Neu starten. Die Verbindung. Weiß ich nicht, du glaubst, du hast unten irgendwo so, du kannst Input halt blocken bei dir. Du hast ja auch diesen Parsec-Button irgendwo. So. Oh, du weißt ja, in dem Spiel raustappen ist immer so eine Sache. Ist in Gothic 3 noch viel schlimmer. Du kannst da oben. Lützchen. Achso, ja, hier. Achso, Keyboard kann ich dir geben, ja. Ja. Ja, okay, Maus brauche ich auch nicht. Ist sogar auch von Vorteil, weil wenn ich dann meine Maus bewege, dann würde der bei dir auch mal das mal kurz ausführen. Okay. Also ich habe Delay. Können wir nicht Gothic so spielen? Das wäre doch viel angenehm. Also das ist, cool. ich hab schon Delay. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege. Ich speichere lieber. So, hast du noch nicht? Ja. Du warst jetzt bei 7. Nee. Da, ne? Ja, hier, ja. Boah, der Delay. Schön. Ich habe schon was zum Trinken. Ja, du die Viecherklatsch. Ja, Jungs, war doch einfach. Gar kein Stress. Die Boys oder was? Ja gut, da ist ja noch einer. Ich dachte, du hast jetzt beide erledigt. Sehen ja, dein wir. Crit halt, ne? Dein Crit halt. Also kannst du es halt bei denen halt relativ easy machen. So, ich gebe dir das mal wieder, bitteschön. Dankeschön. Das geht halt bei den meisten Gegnern. Das musst du halt aber, also du musst bei den Gegnern halt einfach nur das Timing halt einmal verstehen. Also das ist halt auch nicht besonders einfach, weil manche Gegner attacken halt erst, wenn sie vor dir stehen und er attackt halt schon im Rennen. Das machen die Drachensnapper zum Beispiel auch. Und bei denen ist halt das Problem, diese Gegner, die halt beim Rennen nach vorne attacken, sind halt auch sehr problematisch, wenn sie in Gruppen auftreten. Deswegen, Drachensnapper sind zum Beispiel so welche, wenn halt einer von denen attackt oder wenn einer von denen attackt wird, ja, dann ist halt Feierabend, ne? Drachensnapper sind halt auch bis zum Ende einer der schlimmsten Gegner für mich. Ja, genau. Hier sind halt Echsenmenschen. Das sind aber eigentlich nicht so viele. Oben ist, glaube ich, noch ein Feuergolem oder so. Na gut, der da oben hat sich festgebackt, dein Vorteil. Er hat nur Angst. Boah. Viel zu einfach. Holen wir uns den nächsten Dude. Also den Feuerdrachen, den Feuerdrachen solltest du jetzt eigentlich auch relativ schnell geklatscht kriegen. Gehe ich zumindest von aus. Gab es nicht eine Taste, wo er sich sofort umdreht? Oh Mann. Gab's das?
Das gab's in Resident Evil. Ja, stimmt, ja. Hab ich aber halt nie gebraucht, tatsächlich. Oh, also, shit, ja, und, Lutz! Unten musst du aufpassen, ja. Ja gut, ich bin lost. Ja, der mag wirklich bumsen, ja. Ah, ey, sobald mehr Gegner halt auftauchen, gell, ist halt instant vorbei. Das ist halt, auch einfach, ist halt auch einfach die große Schwierigkeit, dass das Kampfsystem halt eigentlich auch wirklich nur funktioniert, wenn du halt einen einzigen Gegner vor dir stehen hast. Die, bei der Entwicklung so, mach mal das Kampfsystem. Nur ein Gegner getestet so. Ja, mal, ist echt gut. Ja, ist echt gut, lassen wir so. Kann man so lassen. Okay. Aber wir haben noch nicht auf mehrere Gegner. Na, ist ja egal. Ist ja egal. Die haben einfach die ganze Zeit nur Magie gespielt, weißt du? Nava. Die werden immer nur einen Gegner haben. Weiß auch gar nicht, ob Risen 1 das tatsächlich macht. Aber in Risen 1 ist das halt weniger nervig, weil du halt schneller zwischen den Leuten hin und her wechseln kannst, obwohl man trotzdem sagen muss, dass du einen Hard-Lock-On hast, den du nicht beeinflussen kannst. Dann ist mir das unbekannt, ob man den wirklich beeinflussen kann oder nicht. Verfluchter Assi. Ja, das Dümmste an den Echsenmenschen ist halt, dass die Kombos von den Elite-Söldnern, also von den Elite-Orks haben. Also diese schnelle... Ach, Seite, Wag. Ja, der Wag, der triggert, glaube ich. Schnell weg hier. Gut, keine Kampfmusik, alles easy. Gibt's ein geiles Meme gerade auf TikTok. Wo dieser kleinwüchsige Typ, der irgendwas isst. Und da ist so ein Text darüber, wenn du so eine Käserolle in Skyrim isst und auf einmal die Kampfmusik anfängt. Ach so. Und er guckt dann so hoch, dann so. So, warum? Hallo? Ja, Mann. Wer kennt's nicht? Ich hab's auch gehasst. Ich hab's so gehasst, wenn auf einmal diese Musik auf einmal kommt. So, warum? Was habe ich jetzt getan? Warum greifen mich die Wachen an? Ich habe dieses Hühnchen mit dem Pfeil abgeschossen. Bitte, Jesus! Wieso ist der dir hinterhergelaufen? Alter! Das ist einfach so hochgesneakt, so. Du musst halt auf jeden Fall gleich gucken, dass du irgendwo Heiltränke kaufst. Oh ja. Ich meine, du hast ja tatsächlich 2300 Gold, ich meine, ist jetzt nicht ultra viel, aber... Hat nicht Marvin welche auf Lager, zufällig? Marvin, das Problem ist ja, du kannst bei Marvin immer nur eine Sache spawnen. Oh, Marvin, ey, geiziger. Finde ich auch geil. Hier, Cheatcode für die Tränen Innos ist Potion of Death. Cool. Geil. Du arbeitest ja immer mit einem Insert und es gibt ja keine Stacks in dem Spiel, so gesehen. Ja, ich arbeite eigentlich mit dem Laptop. Top-Lab? Top-Lab. Bänke. Bei Ignaz wird halt ganz viele haben. Ey, come on, warum sind da... Spawn da jetzt die ganze Zeit welche? Nee, das sind einmalig, glaube ich, so... Ich sehe euch beide, der eine läuft im Windschatten des anderen. So vier Stück müssen das da sein. Aua, hat eine geslappt. Dass du sie halt auch nicht los wirst. Ich rush mal hoch jetzt. Ja, also da oben sind, glaube ich, noch. Also du musst jetzt nicht links rum, links stehen halt auch noch ganz viele, sondern du gehst halt einfach rechts hoch. Feuergolem kann man halt klatschen, muss man nicht. Was ist das? So, das sind einfach nur diese. Das soll quasi Rauch sein aus dem Vulkan. Wenn da oben ist direkt einer. Ah ja. Also den, da musst du halt auch aufpassen. Nicht hinrennen. Also lass den zu dir kommen, weil direkt links um der Ecke stehen zwei, mit Abstand zwei Echsenmenschen.
Ist halt ein bisschen ungünstig. Der kann übrigens Feuer schießen, wäre ich vorsichtig. Ich hab's mir schon fast gedacht. Natürlich. Habt ihr gerade gesehen, was denn. Was. Wenn du dich hinter einer Wand versteckst, kommt er automatisch auf dich zu. Da ist er. Genau, lass ihn jetzt rankommen und dann pusht ihn. Dann einfach in die Wand. Er kann dich jetzt, also jetzt darfst du nicht verkacken, wenn er nicht hittet, dann kickt er dich runter, ne? Mhm. Will jetzt keinen Druck machen, aber. No pressure, bitte, ja. Danke. Under pressure. Ich muss mir noch den Game Pass kaufen, tatsächlich. Für? Ich will morgen. Oh, hoppla, erstmal kurz mein Mikrofon geschlagen. Ich will morgen mit Pieper. Wie hieß es jetzt? Grounded spielen. Und, oh, nice. Make Tale kommt ja am 18., ne? Ja, am Dienstag, ja. Ja, dann auch sofort Day One Release im Game Pass. Oh, dann lohnt sich ja gar nicht, das Spiel zu kaufen, oder? In der Theorie nicht, ne. Du kannst halt einfach 8 Euro Game Pass Basic reinshoppen und dann kannst du das Spiel spielen und dann glücklich sein. Ja, das mache ich. Hört sich gut an. Kannst du, glaube ich, auch schon preloaden. Ich glaube, im Vergleich zum anderen Plattformen kannst du irgendwie Plague Tale irgendwie schon seit diesem Juni-Event oder so, kannst du dir seit der Gamescom, so, seit der Games-Show oder ist jetzt so? Ich glaube schon. Seitdem kannst du es preloaden. Oder seit Xbox Bethesda Showcase, seitdem kannst du es preloaden, seit Juni, das ist richtig. Guck mal, Arnold, wäre doch jetzt ziemlich tragisch, wenn du jetzt deinen Timing verkacken würdest. Ich höre dir gerade nicht zu. Okay. Und jetzt explodiert er. Das wäre so geil. Flix runter. Das wäre so geil. Instant ausmachen, das Spiel. Und löschen. Safe Games löschen, ja. Was du machst, ist richtig, so ein chilliges Spiel zu spielen. Nice, man. Das ist chillig, man, vor allem. Das Spiel kostet mich mehr Nerven als das Horror-Game von gestern. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn das Spiel nicht im Fokus ist? Verändert der dann hier irgendwas? Nee, okay. Also wenn Passek nicht im Fokus ist auf meine Tastatur und trotzdem irgendwelche Sachen macht. Schwanz im Mund. Wie eiskalt auch noch so gleich gesagt. Was hab ich da jetzt wieder geschluckt, ey? Was war so noch der Zombie-Modus? Ah ja, weil es ja Halloween ist. Halloween, oh. Ja, ja. Oh nice, das war das letzte Mal voll geil. Ist es so wie das letzte Mal? Knüppeln wir auch noch das Fleisch rein. Es geht. Ey, ich muss noch was erzählen, Mann. Erzähl. Vielleicht warte ich noch kurz bis zur nächsten Folge. Bis wir die Stunde voll haben, dann erzähle ich euch mal was. Also, für alle, die auf YouTube schauen, ne? In der nächsten Folge erzähle ich euch eine tolle Geschichte. Ich sag nur so viel, ich wurde wieder Opfer eines Verbrechens. Dein Fahrrad schon wieder weg. Nein. Ja. Schade. Wolltest du mir mein Fahrrad klauen? Ja, eigentlich schon, ja. Schon wieder. Die VR-Brille war nur eine Ablenkung. Als du sie aufsetzt, so, jo, Brudi, jetzt bin ich los. Ich glaube, dann hat nur einer getriggert. Das wäre gut. Wäre gut. Ja. Okay, es haben zwei getriggert, aber sie hängen fest. Das ist auch gut. Heißt, du könntest in der Theorie einen schlagen, der weicht dann aus, ja? Okay, an der Oder? Mann, aber der eine ist weiterhin stuck. Kann mal sein, dass er sich gerade als zu den Reha gemacht hat. Nee, okay, ja, das ist nice. Guck mal, das spielt er gerade voll in die Karten. Aber ich stehe hier und da, ich hab so... Ja, okay. Ey, wo ist meine XP? Das heißt, der lebt noch. Nee, die kriegst du ja nicht, wenn du den nicht gekillt hast. Was? Das war auf jeden Fall mein Verdienst. Kurz mal runter, und als ich den Typen mit den beiden Krallen fertig gemacht habe, habe ich noch angetreten. So habe ich mich halt gefühlt. Du hast kurz den Sparta-Kick aus Odyssey gemacht, Alter. Kommt einfach, Alex. Wie heißt die?
Cassandra heißt die. Cassandra, Alexandra wollte ich gerade sagen. Cassandra, Alexios heißt der Bruder. Alexandra wollte ich schon wieder sagen. Cassandra, Mann. Ja, hast du dich auch erstmal von der treten lassen, ne? Ja, Mann. Hast du die Mission schon gemacht? Mit ihr komplett. Ja, komplett, ne? Ja. Ich fand die mega cool. Mega nice, ja. Das habe ich voll vergessen, dass die. Ich hab da nämlich so ein Video mal angeschaut, wo einer alle Assassin's Creed-Teile in eine Timeline gepackt hat. Und hat er davon erzählt, dass halt Cassandra halt so sowas wie einer. Den kannst du noch looten oder wieder looten, glaube ich, oder? Ah, nee, dann sagt er, da ist nicht mehr zu. Da okay, ist auch nur dieser. Ja, da hat er erzählt, dass Cassandra diese Relikte, diese Gegenstände halt sucht. Ja. Das hab ich halt voll verballert. Ich hab mich schon gefragt, ey, warum läuft denn die jetzt da rum? Ja, sie lebt ja bis 2018. Was heißt das? Also, woher weiß man das? Du begegnest der in Odyssey. Also du bist also ja... Also nee, quasi nicht im Animus, so quasi. Nee, richtig. Nee, wirklich. Du erlebst ja die Sachen von... Cassandra? Das ist ja auch das, was schon in dieser Desmond-Storyline gewesen ist. Weißt du, du spielst dann als Ezio und dann sagt dann die... Wie heißt die? Juno? War Juno? Nee, da war Minerva, einer von dieser, von diesem Volk da, ja, okay. Ich glaube, Juno war ja die Böse und Minerva war ja die Gute. Und Minerva dreht sich ja dann... Du hast ja gerade dann quasi den Papst geklatscht, ja? Der war ja ein Templer, den hast du ja dann verprügelt, so. Ja. Und dann stehst du ja da und dann redet sie auch gar nicht. Dann redet sie auch gar nicht mit Ezio, sondern sie sagt dann halt Desmond und guckt halt auch an ihm vorbei. Ne? Und Ezio rafft halt überhaupt nichts. Und genau das ist halt das gleiche Prinzip. Du möchtest halt, also das ist dann das Atlantis-DLC, also letztendlich ist Pythagoras der Vater von Cassandra. Wow. Und der hatte halt den Stab des Hermes. Der Stab des Hermes, der Besitzer vom Stab des Hermes, ist ja unsterblich. Aha. So, und der gibt den halt an sie weiter, obwohl er halt eigentlich den gar nicht weitergeben wollte, hat dann irgendwann eingesehen, ja, Brudi, ich bin machtgierig und so. Der Typ von unten ist gekommen. Ich glaube, kann auch sein, dass der andere hochgelaufen ist. Das ist ja den du getriggert hattest erst. Und sie, ja, sie kriegt dann quasi den Stab von ihm und sammelt dann halt Alter. Diese Relikte halt, um die halt an sichere Orte zu bringen. Ja. Das geht halt bis 2018, weil du ja Cassandra halt spielst in Odyssey, erfährst du dann halt auch, wo Atlantis ist. So, und dann triffst du sie da halt. Oh, what the fuck. Und dann gibt sie den Stab halt an dich weiter, also an die, wie heißt die jetzt nochmal, die du spielst? Die Layla heißt die, ne? Ich hab keine Ahnung. Layla Hassan, glaube ich. Die spielst ja ab Origin. Und sie kriegt dann den Stab von ihr und ist dann halt der Besitzer des Stabes. Oh,